Ich versuche eher humoristisch zu gratulieren. Es ist so, seit 1. März 2015 tritt ich besonders gerne in Niederösterreich auf. Manche werden jetzt schon wissen, um was es geht. Und das tolle Interview vom Herrn Dr. Erwin Pröll, Barrierefreiheit, wo sind wir denn leicht? Dem Herrn muss man einfach sagen, wir sind in Österreich, wo die UN-Behindertenrechtskonvention Gültigkeit hat. Und es treibt ihm die Zornesröte ins Gesicht. Ja, jetzt, wenn man das so hört, könnte man den medizinischen Fehler verfolgen, dass einem A die Zornesröte ins Gesicht steigt. Finde ich nicht empfehlenswert. Zornesröte ist immer schlecht für den Blutdruck und Herz und so weiter. Besser ist, man schüttelt den Kopf über solche Kommentare, das lockert wenigstens die Nackenmuskulatur ein bisschen auf. Ja. Ich habe ja zwei Standbeine, zwei Arten von Vorträgen heute. Ja. Ich mache Kabarett und Computerschulungen. Jetzt nicht, dass man meine Computerschulungen nicht auch lustig zugingen, aber es ist total konträr zueinander. Ja, wenn ich Kabarett habe, kommen die Leute immer vorher zu mir, heute machst du aber schon was Neues. Bei den Computerschulungen, hey, das von gestern wiederholen wir aber eh nochmal. Ja. Das heißt, es wird heute sehr viel Neues sein, aber wer mich schon kennt, der darf sich ein paar Sachen auch gerne nochmal anhören. Ich hoffe, dass ich ungefähr die Waage finde, dass alle zufrieden sind. Ansonsten, wenn noch dort und da sind, kann man die ja nachher Richtung meiner werfen, wenn es gar nicht passt. Ich hoffe, dass nur Blinde da sitzen, dass ich wenig getroffen werde. Ja. bevor ich anfange, kläre ich immer gern ein paar Fragen, die man als Behinderter immer wieder gestellt kriegt. Und zwar eine Frage, ich finde es faszinierend, wo man sie immer gestellt kriegt. Es kann mir wirklich passieren, ich gehe gerade so auf der Straße, nichts Böses ahnend und irgendwer hört ab, du, Entschuldigung, aber... Ja, und dann hört man eben die Frage, haben Sie das schon lange? Am Anfang habe ich nicht gewusst, was meinen die jetzt? Mein T-Shirt, meine Frisur. Irgendwann bin ich draufgekommen, okay, die meinen das mit dem Blindsein halt. Ja. Also ich verrate euch, also ich bin seit Geburt blind. Die nächste Frage finde ich dann schon viel faszinierender. Und da kann man nichts dagegen machen. Ja, na sicher, ich bin nur noch nicht dazugekommen. War ein kleiner Eingriff beim Augenarzt, 15 Minuten. Aber ich bin durchaus froh, dass ich jetzt blind bin und nicht zum Beispiel taubstumm, sonst müsste ich heute Pantomime machen. Ich habe wirklich einmal was beim Augenarzt gebraucht, das war sehr nett. Habe ich angerufen beim Augenarzt und erzähle halt, entschuldigen Sie, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Augendruck, gebraucht habe meine Augentropfen, darf ich vorbeikommen und das Rezept erholen. Ja, fragt sie mich, na, bei welchem Augenarzt warten Sie bis jetzt in Behandlung? Sag ich, na, jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren. Na, was habe ich denn für eine Krankheit? Grüner Star. Um Gottes Willen, da müssen Sie was da, sonst wären Sie ja blind. Habe ich ja dann erklärt, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Ja. Und wenn man dann wirklich einen Termin kriegt beim Augenarzt, bis man da draufkommt, ja, dann wird schon die altersbedingte Makuladegeneration bei mir einsetzen. Ja. Eine Frage, die man sehr oft hört, ist, wissen Sie eh, wo Sie hinwollen? Das muss man sich ein bisschen überlegen. Wissen Sie eh, wo Sie hinwollen? Also es gibt Momente, da finde ich nicht dort hin, wo ich hin will, aber in der Regel weiß ich schon, wo ich hin will. Also es ganz selten gibt es Momente, wo ich nicht weiß, wo ich hin will. Der Zustand setzt in etwa so ab dem 6. Bier setzt der Zustand ein. Ja? Ab dem 12. weiß es dann schon wieder, ich will heim. jetzt da ist es natürlich als Künstler so, man sollte ja ein bisschen Augenkontakt mit dem Publikum haben. Ja? Das ist jetzt bei mir natürlich ein bisschen schwierig, aber ich habe mir da was überlegt. Und zwar zu diesem Zweck komme ich dabei. Ich muss es jetzt noch finden. Habe ich dabei ein Glasauge. Also wer Augenkontakt wünscht, kann sich das Auge abholen, ein bisschen in die Hand nehmen. Ja. Wer ganz lustig ist, kann sich dem Nachbarn ins Getränk schmeißen. Aber auch für Augenkontakt ist hiermit gesorgt. Ja. Ich hätte es noch gern wieder, so ein Glasauge. Also ich bin selbst kein Glasaugenträger. Ja. Und so Glasaugen kriegt man doch relativ schwer. Ja. Man muss da teilweise wissen, wo ist wer begraben, der ein Glasauge tragt. Ja. Und das macht die ganze Sache ein bisschen kompliziert.
Auch sonst zum Thema Styling, das passt natürlich auch noch gar nicht. Ja. Als Blinder auf der Bühne ist einmal ganz wichtig, was man unbedingt braucht, Sonnenbrille. Ein Blinder auf der Bühne ohne Sonnenbrille, das geht nicht. Wegen der Beleuchtung an sich kann es jetzt gar nicht sein. Ich weiß eigentlich auch nicht, warum das so ist. Wir kriegen die Sonnenbrillen immer versehentlich geschenkt. Warum? Keine Ahnung. Ein anderes Blindenaccessoire habe ich heute gar nicht dabei. Und zwar die Blindenschleife. Ich habe meine seit ein paar Jahren nicht mehr. Und zwar, ja, das ist wie gesagt schon ein paar Jahre her, da habe ich meine Blindenschleife verschickt an den ÖFB und habe gesagt, sie soll es verwenden als Kapitänschleife für das österreichische Nationalteam. Es hätte zwar jetzt nicht geholfen, dass sie besser spielen, aber die Gegner hätten vielleicht ein bisschen mehr Mitleid gehabt. Vielleicht tragen sie es jetzt und deswegen sind sie jetzt so gut, ich weiß es nicht. Eine weitere Frage ist, na, wie lernst du das alles mit der Blindenschrift und so weiter? Ja? Ja, ich bin seinerzeit nach Wien in die Blindenschule gekommen und ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war ziemlich beeindruckend, so als sechsjähriger Bub in der großen Stadt, ja, alle Geräusche sind anders. Und ich kann mich erinnern, wir sind einmal gesessen bei der Eisdiele und man hört so, und ich, boah, ein Pferd! Die Frau mit den Steckelschuhen hat sich furchtbar besser umgeschaut. Das Erlebnis hat mich bis in meine Jugend verfolgt. Bis ich 16 war, habe ich jeden Fiaker nachgepfiffen. Ja. Was man auch sehr schnell merkt, es gibt nicht alles in Blindenschrift. Ja. So, mit 8 Jahren fragt man sich, na, warum gibt es keine tastbaren Lego-Kataloge? Wieder 8 Jahre lang später fragt man sich, warum gibt es keine tastbaren Pornomagazine? So verändern sich die Interessen mit der Zeit. Aber wie gesagt, jetzt haben wir ja gehört, in Schweden hat sich das ja mittlerweile geändert. Jetzt darf man sich die Schulzeit natürlich nicht, also ist im Prinzip eine normale Schulzeit. Man macht im Prinzip alles genauso. Man macht zum Beispiel Schulausflüge. Ein Schulausflug ist mir wirklich sehr lebendig in Erinnerung geblieben. Ja, wie gesagt, Blindenschule, lauter Blinde. Und wir haben einen Schulausflug gemacht ins Kakteenhaus. Super Idee, ja. Die Schularbeit war irgendwie schon sofort definiert, ja, weisen Sie die Verletzung der Hand Ihres Sitznachbarn der passenden Kakteen zu. Ja. Ja, jetzt hat man ein Blindenaccessoire natürlich, auf das ich sehr viel Wert lege, ist natürlich hier auch da mein Blindenstock, ja, hat man schon gesehen, der ist schon ein bisschen nicht ganz so grad. Ja. Wie lange hält so ein Blindenstock? Ja? Ich sage immer, der Stock geht so lange mit dem Blinden, bis er bricht. Hoffentlich der Stock und nicht der Blinde. Ansonsten hätte der Blindenstock ja auch seine Pflicht erfüllt. Meistens bricht so ein Blindenstock zwischen den Beinen eines netten, sehenden Mitmenschen so. Und die entwickeln sich dann auch sofort in Richtung Marathonläufer und sind weg. Da hat man natürlich als Blinder ein gewisses Problem. Ja, man steht irgendwo, der Blindenstock in zwei, und genau rein zufälligerweise befindet sich an der Stelle kein Notstock-Verkaufsstand. Also ich kann es wirklich sagen, mir hat wirklich noch nie, und ich habe sehr viel beruflich mit Blinden zu tun, mir hat noch nie ein Blinder einen Blindenstock abgebrochen. Okay, einmal schauen, da haben wir Kollegen und die glorreiche Idee gehabt, wir könnten ein bisschen fechten mit unseren Blindenstöcken. Aber wie gesagt, man steht dann irgendwo mitten da, Blindenstock in zwei, kein Notstock-Verkaufsstand in der Nähe. Und da natürlich ist Improvisationstalent gefragt. Ne? Was kann man jetzt als Blindenstockersatz verwenden? Anbieten würde sie zum Beispiel einen Regenschirm. Besser aber nur einen Besen, so macht man sie wenigstens am Heimweg nur ein bisschen nützlich. Ich glaube, daher kommt der Begriff Heimkehr. Was man bald merkt, man hat schon ein gewisses Problem mit manchen Hindernissen. Ja? Also es gibt wirklich blöde Hindernisse. In Wien zum Beispiel gibt es bei den U-Bahnen diese Absperrstangen. Kennt die jeder? Ja, also ich sage immer Hodenkiller zu einer. Weil wenn man dagegen läuft, treffen sie einem wirklich genau dort, wo es wirklich weh tut. Ja? Aber es gibt auch praktische Hindernisse, zum Beispiel Kleiderständer. Kleiderständer finde ich unheimlich praktisch. Man geht einmal die Neuburgassen entlang, kommt heim und das hängt die ganze Sommerkollektion von C&A am Blindenstock. Ist zwar günstig, passt aber nicht. Ja.
Es gibt natürlich auch total blöde Sachen, wo man als Blinder mit Blindenstock hängen bleibt. Ja? Hoffentlich nicht bleibt, sondern bleiben kann. Zum Beispiel Vorderreifen von einem Fahrrad. Also wenn es fährt. Ja, das kann wirklich blöd ausgehen. Ja? Manchmal verliert der Blinde nur im Blindenstock, dann hat man Glück gehabt. Manchmal verliert der Fahrradfahrer seine Zähne und wenn es ganz blöd rennt, rutscht der Blinde auf die Zähne aus. Ein kritisches Thema ist Einkaufen. Einkaufen ist ja für sehende Männer schon Stress pur, ja? Für uns auch. So ein Biller ist für mich in etwa das gleiche wie ein Spiegelkabinett, nur ohne Spiegel und die Spiegel da eh nicht sehen. Ja? Jetzt lernt man da, okay, beim Einkaufen, man kann die Verkäuferin fragen. Super Idee. Ja? Wenn man jetzt das erste Mal mit 13 die ersten Kondome für die ersten Selbstversuche organisieren möchte, erscheint einem das mit Verkäuferin-Frauen nicht als die Idealvariante. Ja? Jetzt war ich ja in der Blindenschule und das muss ich jetzt kurz erklären, in der Blindenschule gibt es jetzt nicht nur Blinde, sondern gibt es auch Sehbehinderte. Sehbehinderte, wie erklärt das jetzt? Also Sehbehinderte, das ist so semi-professionell blind. Also böse Zungen behaupten, Sehbehinderte sehen alles, was sie sehen wollen. Man nimmt so halt dann so einen Sehbehinderten und geht mit dem zum Biller, ja, und versucht mit dem dort ein Kondom einzukaufen. Man steht vor dem Verkaufsstand, der Sehbehinderte druckt sich auch verbocken nach der anderen so gesagt, dass er irgendwie ziffern kann, was steht da jetzt auf der Verpackung drauf. Ja? Nach einer Viertelstunde hat der ganze Biller gewusst, hat die Blinden sein Kondom checken kann. Ja? Irgendwann drängt sich dann ein netter Herr vorbei und meint, geh Burschen, lass mich kurz vorbei, ich brauche noch schnell ein Packel Kondome. Schau, wo der hingreift, dann haben wir's. Und man beschließt, beim nächsten Mal fragt man wieder die Verkäuferin. Es ist doch unauffälliger. Aber auch, was sich manche Leute, wie sie die verrenken, ja, wenn man als Blinder zum Beispiel zum Saturn oder Mediamarkt geht und einen Fernseher kauft. Ja. Manche Leute haben ja wirklich ein Problem, das Wort Sehen in den Mund zu nehmen, wenn sie mit einem Blinden reden. Ja, da geht man hier und möchte einen Fernseher kaufen und das ist unglaublich. Sie wollen also einen Fernseher, man hört so richtig die Schweißporen vom Verkäufer öffnen sie, ja. Er lebt gerade totale Panik, ja wie, wo? Sie wollen also zu Hause fernschauen. Sie wollen sich RTL nach Hause holen. Ja, wir deppert halt mit dir. Wer holt sich freiwillig RTL nach Hause? Ja? Einkaufen und Werbung sind ja sehr benachbarte Themen. Werbungen finde ich auch super. Ja? Also abgesehen davon, dass es manche Werbungen gibt, wo man gar nicht weiß, für wen da eigentlich geworben ist, wenn man, für wen da geworben wird, wenn man blind ist. Aber es gibt eine Werbung, die fasziniert mich. Da muss ich jetzt vorausschauen. Es geht um die Werbung für Licht für die Welt. Licht für die Welt ist eine super Organisation. Ich möchte denen da jetzt überhaupt nicht ans Bein pinkeln. Ja? Also im Gegenteil, ich erwähne sie sehr gerne, machen super Arbeit. Aber die Werbung ist komisch. Und zwar muss ich kurz erklären, die Werbung geht im Prinzip so, man sieht einen Blinden, dann hört man so eine Stimme im Hintergrund, das machen wir für 30 Euro, wir geben blinden Menschen das Augenlicht zurück. Und dann bricht der Blinde seinen Blindenstock an und juhu, er sieht und ole ole. Wenn man jetzt weiß, dass so ein Blindenstock schon 45 Euro kostet, dann fragt man sich, wie geht sich das aus? Ja? Wird ein ewiges Mysterium. Eine Frage, die man sehr oft gestellt kriegt, warum haben Sie keinen blinden Hund? Was mache ich mit einem blinden Hund? Ein Seehund, wer leidet. Ist halt von der Haltung her eher schwierig. Ja? Und da muss man auch sagen, so Blindenhunde werden ja auch überschätzt. Wahre Geschichte, also nicht von mir, weil ich selber, wie gesagt, habe ja keinen Blindenhund. Wahre Geschichte, ein blinder Kollege von mir mit seinem Blindenhund war irgendwo in Wien unterwegs und hat zu irgendeinem Amt müssen und hat den Weg nicht genau gewusst. Ja, na, was lernt man? Man kann ja jemanden fragen. Ja.
der fragt halt einen Passanten, entschuldigen Sie, wir sind dort hin, wir kommen dort hin. Eine typisch sehende Wegbeschreibung. Da vorne bei dem blauen Schild müssen Sie rechts abbiegen. Mein Kollege ein bisschen genervt, ja. Entschuldigen Sie, aber einen Blindenhund, sehen Sie das nicht? Woraufhin sieht der Passant Rollbike zum Blindenhund, schau, da vorne bei dem blauen Schild musst du rechts abbiegen. Ja, so ist das. Ist nur dazu interessant, weil man weiß, dass Blindenhunde Hollywood farbenblind sind. Das blaue Schild sowieso dreimal genial. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber es gibt manchmal Situationen, wo Leute eine leicht ausgefallene Methode der Kommunikation anwenden, um mit dir in Kommunikation zu treten. Ja? Ich bin letztens einmal bei einem Kunden, wo ich seinen Computer betreut habe, bin ich rausgegangen auf die Straßen, steht eine ältere Dame da und meint so, oh, 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 oh. Jetzt die Erfahrung sagt einem, wenn der oh, 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 oh sagt, kann das heißen, Blinder, ich brauche was von dir. Ja? Ich habe halt gesagt, ja bitte, wollen Sie rein oder was brauchen Sie? Nein, danke, passt schon, komm bald, wir gehen weiter. Ich mache einen Schritt und scheiße. Von Waldi. Ein paar Meter weiter weg hört man Ja, das sind so Momente, da wünscht man sich schon einen Blindenstock, so eine Boden-Boden-Rakete, ja. Und das war der Moment, da habe ich eine Blindenregel erfunden. Eine Blindenregel ist so ein Pendant zur Bauernregel, ja. Und zwar, die Blindenregel geht so, solange die Huxen die Gehsteig verdrecken, haben die Blinden immer Dreck am Stecken. Man merkt jetzt schon, okay, ja, so Humstrimmen und so weiter, als Blinder, man kriegt nicht immer alles mit. Aber es gibt auch Geschichten, wo Sehende nicht alles mitkriegen. Auch wahre Geschichte. Und zwar war das Training vom Paralympics-Team. Das war ein Typ, der hat irgendwie beim Motorradunfall beide Unterschenkel verloren. Ja? Und der ist Snowboarder im Paralympics-Team. Und ja, der hat sich halt da nichts geschissen und hat sich halt mit vollem Karacho mit seinem Snowboard und seine Unterschenkelprothesen die Pisten runter, ja, wie es halt manchmal so ist beim Snowboarden, den hat es aufgestellt und das Snowboard ist alleine mit den Unterbeinprothesen weitergefahren. Hat eine deutsche Touristin gesehen, die ist in Ohnmacht gefallen. Der Snowboarder ist im Schnee gelegen und hat sich weggeklacht, ja. Woraufhin der Mann von der deutschen Touristik gemeint hat, der steht unter Schock. Aber nochmal kurz zurück zum blinden Thema. Ja. Folgende Situation stellen wir uns jetzt bitte vor. Ein Blinder steht bei der U-Bahn in Wien. Die U-Bahn fährt ein. Der Blinde wird so von hinten genommen, ja, und Richtung U-Bahn-Eingang dirigiert. Jeder, der das so von der Ferne sieht, denkt sich, ah, das ist ein netter Mitmensch, der hilft jetzt den armen Blinden beim U-Bahn einsteigen. Ich verrate euch ein Geheimnis. Das sind die Leute, die nicht warten wollen, bis die anderen ausgestiegen sind. Der benutzt den Blinden als Rambock und räumt sich den Weg in die U-Bahn frei. Ja? Eine ähnliche Situation wirklich passiert, bin ich auch bei der U-Bahn gestanden und habe halt auf die U-Bahn gewartet, die U-Bahn fährt ein, auf einmal geht es schwupps, ich werde von hinten hochgehoben und in die U-Bahn getragen. Da muss ich jetzt schon kritisch anmerken, ja, also wenn schon in die U-Bahn tragt, dann bitte auch am Platz setzen. Das kann auch nicht zu viel verlangt sein, ja, der hat mich einfach in der Mitte vom Waggon abgestellt, das ist nicht das Service, das ich mir wünsche, ja. Wo man als Blinder wahre Volksaufstände hervorrufen kann, sind Rolltreppen. Ja? Rolltreppen sind super. Ja? Man nähert sich so langsam der Rolltreppe, versucht sie so zwischen den Gummibändern, so anhand des Summgeräusches, zur Rolltreppe einzupendeln. Ja? Auf einmal hört man von 50 Meter weiter hinten, Vorsicht, eine Rolltreppe! Um Gottes Willen!
Jetzt ist der arme Mensch viel zu weit weg, als dass der noch irgendwie helfend eingreifen könnte. Ja? Aber zum Glück gibt es nette Passanten, die sind viel näher und die greifen dann sofort helfend ein. Ja? Es endet dann meistens so, einer packt den Blinden beim linken Arm, der andere beim rechten. Einer zieht nach links, der andere zieht nach rechts, um den armen Blinden irgendwie von der Rolltreppe wegzupulsieren. Ja? Irgendwann traben sie dann halt so nach rechts. Entschuldigen Sie, könnten Sie mit Kollegen auf der anderen Seite absprechen, in welche Richtung das jetzt geht? Ja, ja, man hat so, für jedes Verkehrsmittel gibt es so eigene Phänomene. Ja. Letztens bin ich einmal mit der Straßenbahn gefahren, kommt einer her zu mir, wissen Sie, dass das voll gefährlich ist, was Sie da machen? Ja, muss ich dazu, ich bin jetzt nicht selber gefahren, ja, sondern nur mitgefahren. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wissen Sie, dass das voll gefährlich ist, was Sie da machen? Die so Straßenbahn fahren, mache ich jeden Tag. Was ist da? Na, bitte setzen Sie sich hin. Es gibt Tage, da versucht man dann auszudiskutieren, dass die Beine eh gehen, ja, und funktionieren und das Stehen prinzipiell jetzt nicht so das große Problem für einen Blinden ist. Ja. Gibt aber Tage, ja, da spart man sich die Diskussion und tut demjenigen dann den Gefallen und setzt sich halt hin. Ja. Gut, ich setze mich hin, bei der nächsten Station waren da, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ich, blauäugig, uneinsichtig wie ich bin, hätte geglaubt, okay, der ist jetzt ausgestiegen, stehe wieder auf. Was habe ich Ihnen gerade gesagt? War der nur da. Irgendwann denkt man sich, okay, irgendeine Lösung für alles. Begleitperson. Ja, oder Assistenzgenossenschaft. Jetzt tritt, wenn man mit einer Begleitperson unterwegs ist, manchmal ein sehr interessantes Phänomen in Kraft. Ja. Das wird jetzt vor allem die Star Trek-Fans interessieren. Und zwar, es kann passieren, wenn man mit so einer Begleitperson unterwegs ist, dass man für Dritte nicht mehr wahrnehmbar ist. Man verschwindet quasi in einer Subraumverwerfung und es findet dann sämtliche Kommunikation nur mehr über die Begleitperson statt. Was braucht er? Kann man ihm irgendwie helfen? Eine nette Geschichte habe ich mal erlebt. Bahnhof Salzburg, dazu muss ich sagen, ich mag Salzburg nicht, ja, aber das ist nur am Rand. Ja. War ich einmal am Bahnhof Salzburg und da hat mich eben ein Integrationslehrer, bei dem ich einen Breitdrucker eingerichtet habe, zum Bahnhof gebracht, bringt mich hier zum Fahrkartenschalter und ich sage, grüß Gott, da bin ich kriege bitte eine Karte nach Wien. Gut, dann gibt mir die Karten, ich zahle meine Karten. Dann fragt mich der ÖBB-Mitarbeiter, was total in Ordnung ist, brauchen Sie Hilfe zum Bahnsteig? Sage ich, na danke, ich habe ja eine Begleitperson dabei. Schaut der an mir vorbei zu meiner Begleitperson, warum lassen Sie ihn bestehen? Komplett falsche Fragestellung. Warum lassen Sie ihn bezahlen? Ja, das wäre angebracht gewesen. Das klingt jetzt alles so negativ, das will ich gar nicht. Ja. Also, Blinzer ist gar nicht so schlecht. Also speziell, wenn ich an FPÖ-Werbeplakate denke, finde ich, ist Blinzer durchaus ein Segen. Ja. Da braucht man sich den Scheiß nicht durchlesen. Ja. Stevie Wonder hat das einmal nett ausgedrückt, ja, wie er gefragt dann ist, na, wie schlimm ist das, wenn man blind ist? Stevie Wonder hat darauf gesagt, es könnte viel schlimmer sein, ich könnte ja schwarzer sein. Ja. Nein, das mit dem, wie schlimm das ist, das hat was mit der Uhrzeit zu tun. Ja. Desto früher am Abend, desto schlimmer ist es. So, ja, also, wenn man auf eine Party geht, ja, so die ersten 2-3 Stunden, sind einmal alle Leute, die so um herum sind, damit beschäftigt, die haben zu erzählen, wie, boah, du bist da, Wahnsinn, und du traust dich auch fort, geh, super, unglaublich, sensationell, Wahnsinn, ursuper, ja, das hat man so, die ersten 2-3 Stunden hat man das. Irgendwann um 2 in der Nacht, sei froh, dass du das nicht sehen musst. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt nicht traurig seid, dass ihr mich gesehen habt. Wünsche euch noch eine schöne Feier. Wir treffen uns jetzt hoffentlich beim Network, wie es so schön heißt. Können wir uns noch austauschen. Und sei denn, ich schreibe jetzt eine Zugabe, dann lasse ich mir noch was einfallen.
Was man natürlich auch, ein gewisses Problem ist natürlich Berufssuche. Für Blinden auf der Schule ist jetzt nicht ganz einfach. Ja. Man ist da natürlich ein bisschen eingeschränkt, was die Berufswahl betrifft. Ja. Ja, keine Ahnung, zum Beispiel als Taxifahrer wird man jetzt nicht unbedingt der Leiber reißen. Ja. Das ist dann so die Steigerungsform. Ja, man hat das öfters, wenn man in Wien in ein Taxi einsteigt, dann heißt es, du sagen nicht fahren, das wäre dann die Steigerungsform, du sagen und fahren. Ja. Aber es gibt natürlich auch Berufe, für die man als Blinder geradezu prädestiniert ist. Ja? Finanzmarktaufsicht zum Beispiel. Da macht es gar nichts, wenn man ein paar Milliarden hier und da übersieht. Ja? Kein Thema. Aber mein persönlicher Traumberuf für Blinden, also den Beruf würde ich wirklich gerne mal machen, wäre Chauffeur für einen HC Strache. Also ich persönlich mache für die FPÖ sogar einen Busschein. Und man lost mich halt nicht. Ja. Jetzt, ich persönlich glaube, dass das mit Autofahren und Blinde nicht mehr so weit weg ist. Wenn ich mal so einen Arbeitskollegen von mir, ja, der kommt ab und zu mit dem Auto halt in die Firma, ja, und der erzählt mir einige Male, boah, heute waren aber wieder viel blinde Autofahrer unterwegs. Die Steigerungsform, heute waren wieder viel blinde Pepper, die Autofahrer unterwegs. Und in diesem Sinne hoffe ich beim Heimfahren Freitag sowas erspart, dass euch kein Blinder mit dem Auto entgegenkommt. Wäre wahrscheinlich da ja auch gesund. Danke und für euch.